Sehr gut. Ja dann, nichts wie los. Mit Shiny Zygarde gehuntet. Wenn die vierte Person jetzt auch noch ein Pikachu hat, ist es ein gutes Omen. Wenn es kein Pikachu ist, verlieren wir. Pikachu-Kid, nehme ich. Nehme ich. Gavion. Blut mit Blizzard. Apokalypse mit Eissturm. Ja, auch nicht schlecht. Da wahrscheinlich auch. Es nimmt Kikli. Ah, rechts rum für die Fee. Würde ich jetzt sagen. Und ob die anderen meiner Meinung sind. Nö. Ne? Sind wir einer Meinung, oder? Galanterie. Nö. Warum laufen wir hier entlang, wenn keiner das Fan-Pokémon mitnehmen möchte? Warum laufen wir hier entlang, wenn keiner das Fan-Pokémon mitnehmen möchte? Jetzt wollen sie bestimmt heilen. Ich will zur Forscherin. Ah, Leute. Forscherin. Da hättet ihr die anständige Pokémon. Glaube, das wird nichts. Und ich kriege langsam Kopfschmerzen. So. Der Okto kommt auch in den normalen Pokéball. Der bekommt nichts Schönes.
Ich glaube echt nicht, dass es gut gehen wird mit diesem Team. Mein Blizzard trifft ja auch nicht immer. Das ist ja auch ein Problem. Wenn keiner Dynamaxt, könnte ich warten, bis ich Dynamax deine Eis oder wie das da heißt, deiner Frost einsetzen kann, aber. Hier ist halt die Frage, ob die so geduldig sind. Ne, sind sie nicht. Kampf-Pokémon auch noch Dynamaxen. Das hätte er wirklich einen von uns überlassen können. War nicht klug. Das war nicht klug. Wir haben nur einen, der physisch angreift, und das ist unser Kikli. Das heißt, der Buff bringt uns nicht so viel. Und Blizzard verfehlt natürlich. Au. Okay, es kann Knuddler, das ändert die Sache. Und Blizzard hat getroffen, nice. Wenn Knuddler jetzt trifft und ein Volltreffer landet, dann haben wir vielleicht noch eine Chance. Aber greift Seigert jetzt nicht zweimal an? Ja, shit. 3 K.O.s. Sieht nicht gut aus. Habe ich ja... Der Partyleader hat Klavier. Das passt. Die anderen beiden... Man hat am Anfang gesehen, dass es ein Drache ist. War nicht schlau, da zu bleiben. Aber wir haben jetzt 3 Anfeuerrufe. Das heißt, wahrscheinlich boosten wir Kikli und heilen es auch noch. Boost, Boost und Heal, irgendwie sowas um den Dreh. Da ist der Heal. Nichts passiert. Bei mir passiert nichts, aber bei dem passiert wieder was. Und dann setzt er sowas ein. Dead.
Das geht nicht gut aus. Wir werden verlieren. Das hilft gegen Bodengewalt. Falls ihr Drachenpuls gegen den einsetzt, haben wir trotzdem ein Problem. Und weg sind die Boosts. War sowieso nur noch auf Kikli. Komm, einfrieren. Damn it. Kann der Rundumschutz spammen? Ja, ne? Blizzard kann daneben gehen, tu es nichts. Kritisch. Kritisch. Wenn Blizzard trifft, ist geil. Wenn nicht, dann ungeil. Oh! Not good. Sehr gut. Boah, bitte Blizzard. Dieses eine Mal musst du treffen. Dieses eine Mal. Dann haben wir gewonnen, glaube ich. Dieses eine Mal. Nein, es hat nicht gereicht. Das war's dann. Aber Kikli ist am schnellsten, wenn es jetzt irgendwas Starkes einsetzen kann, Nahkampf oder so. Nein! Ich bin hier nach tot. Kikli und ich sind beide One-Shot. Beziehungsweise ich sterbe an Klammergriff. Also klar, wie auch, wir treffen auf jeden Fall. Aber die Frage ist, ob ich so lange überlebe. Oder Kikli. Jetzt noch Bodenwelle. Ich hätte echt nicht gedacht, dass wir das mit dieser Gruppe schaffen. Aber der Switch von der Offensive zu Rundumschutz, der hat es echt gebracht. Krasser Scheiß. Hätte ich echt nicht mit gerechnet. Nicht schlecht. Jetzt nur gucken, ob irgendein Shiny dabei ist. Irgendeins. Also Kugelay. Das, nee. Birrentroll. Yes!